Bevor das Video startet, erstmal was in eigener Sache. Und zwar hat Gamers Only mir diesen Koffer hier zugesendet. Und in diesem Koffer ist die fetteste Aktion, die Gamers Only je gebracht hat. Hier ist ein sechsstelliger Zahlencode. Also dreistellig hier und dreistellig hier, um den aufzumachen. Und das Einzige, was ich bekommen habe oder was wir bekommen haben, ist diesen Zettel hier. Agent Roard, du und deine Community wurdet auserwählt, um euch der Top Secret Mission Gamers Only zu stellen. Dieser Nachricht erhältst du einen High Secret Koffer, der unsere neueste Performance Innovation erhält. Sie wird die Zukunft des Gamings für immer verändern. Deine Mission ist es, das sechsstellige Nummernschloss des Koffers mit Hilfe dieses QR-Codes und deiner Community aus fähigen Agents zu knacken. Das Schicksal der Gaming-Welt liegt in deinen Händen. Good luck and have fun. Also sollen wir anhand diesen QR-Codes, diesen sechsstelligen Code, herausfinden. Ich bin gespannt, ob ihr es schafft. Falls ihr es schafft, schreibt die Zahlen in die Kommentare. Die sechs Zahlen in die Kommentare. Kurz an jeden, der mitmacht. Vergesst nicht, mit Code ROAD spart ihr dann die Versandkosten. Also müsst ihr komplett keine Versandkosten bezahlen. Ich küsse eure Herzen. Kuss, kuss, kuss. Kuss an Gamers Only. Viel Spaß mit dem Video und. Bro. Ja. Wie schnell bist du wach? Sieht mir aus. Gerade eine Story posten wollte. Komplett eingeschlafen. Bin ich eingeschlafen, währenddessen ich die Story machen wollte? Als ob gerade eine Story posten wollte. Komplett eingeschlafen. Stimmt, da wollte ich eine Story posten, dass mein Video online ist und dann habe ich das bis zum nächsten Tag einfach vergessen. Und dann war es da schon 19 Uhr und dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, brauche ich gar nicht mehr posten, dass ein Video gekommen ist. Du willst eine Story posten, guck mal. Guck mal. Entsperr mal. Du willst gerade was posten, Mann. Soll ich dann posten? Ja, Mann. Guck mal. Mann, danke für dein Prime. Das war so bodenlos. Guck mal, wie er jetzt mitsingt. Er ist so schlecht in Among Us. Wir haben zugeguckt, er ist so schlecht. Also Eli wirklich ist als Crewmate der größte Imposter in der Runde. Wirklich. So schlecht. Among Us spielen wie der. Er macht sich einfach die ganze Zeit sass und beschuldigt jeden zu 100% des Ersten. Ja, ey, das ist bodenlos, Eli Geller. Hilfe. Ich dachte sogar, dass du es bist, einfach, obwohl ich ja sehe, dass du es nicht warst. Timmer Rose Avenue. So, wurde rausgedroppt. So, Outfit of the Day. Krauses Shirt, kurz schwarze Hose und weiße Schuhe mit Grau, damit es mit Dings matcht. Aha. Cool. So ein guter Laden, ne? Backyard Bulls. Ich würde so gerne wieder da drin sitzen. Was ist das hier wieder? Ich habe hier noch so ein Litchi, Sparkling Water, weiß ich nicht. Was hast du? Little West, French Water. Wassermelone, irgendwas. Nichts gut? Digga, alles auf meine Hose. Perfekt. Junge, wie peinlich. Die denken jetzt, ich scheiße. Thank you. Guck mal meinen Namen. Es ist so peinlich, das Essen abzuholen, weil die einfach denken, ich heiße M-Sit. Er hat einfach bei der Bestellung gechoked und hat gesagt, als sie gefragt wurden, wie er heißt, hat er einfach gesagt M-Sit und die haben einfach M-Sit aufgeschrieben. Pass mal an. Jo, das bin ich. Wie heißt? Guck mal, M-Sit. So, M-Sit. M-Sit. Der Mann denkt, ich heiße M-Sit. Die Jungs denken, ich heiße M-Sit. Was passiert denn da? Boah, da war das. Da war das. Da war ich am struggeln. Da war ich for real am struggeln. Da hatte ich kurz Angst um mein Leben. Ärger bekommen. Wir laufen gerade die ganze Zeit die Straße runter, weil da vorne ist Supreme und so. Wie nah gehst du ran? Hä, er hat mit mir geredet, was soll ich machen? Guck mal, da vorne war einer am Auto, genau da vorne, sieht man das? Wegen meiner Cam? Genau hier vorne war einer am Auto, der eingeschlafen ist. Und ich habe den gefilmt und habe halt, weil er währenddessen der Arbeit geschlafen hat, habe ich ihn halt gefilmt, bisschen die Umgebung gefilmt. Dann bin ich weitergelaufen und dann war der Typ hier im Auto und er macht das Fenster runter und sagt zu mir, ob ich das lustig fand und sowas. Und da hat er gefühlt fast geschrien und dann, keine Ahnung, habe ich gesagt, ich kann es auch löschen. Und dann hat er sein Fenster hochgemacht und mich durchgezogen. Was passiert denn da? Ich glaube, er hat Ärger bekommen. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr mit ihm zu reden und bin ich einfach weggegangen. Wir laufen gerade die ganze Zeit die Straße runter, weil da vorne ist Supreme und so. Also kann ich jetzt doch noch ein bisschen einkaufen für die. Einmal in Ruhe shoppen und was für Willi und vielleicht
für Eli auch mit holen. Aber ich zeig's ja nicht hier, weil das wird ja eine Überraschung. Ja. So. Das ist wieder die Straße, Fairfax Avenue, falls ihr es sucht, falls ihr hier seid. Die Luft ist richtig eklig. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Hier hängen nicht überall USA-Flaggen rum, wie in New York oder so. Hier chillen alle ihre Eier. Die Palmen sind übrigens Game Changer. Digga, er hat den ganzen Tag über Palmen geredet, ne? Die haben so eine coole Atmosphäre. Mein Kopf ist auch eine Palme. Das sieht aus wie eine Palme? Schon? Bei Guyard waren wir auch schon natürlich. Da müssen wir auch noch hin. Also heute ist irgendwie nichts geplant, außer halt abends. Oh fuck, ich muss wieder Kräfte sammeln. Abends wird, glaube ich, richtig cool. Wir müssen jetzt hier in Ruhe shoppen. Und danach... Diese Kranken... Also wirklich diese Polizeiautos und Krankenwagen sind so laut, dein Ohr platzt einfach. Ach, Rodeo Drive. In meine Tasche. Vielleicht klappt's jetzt. Die war so laut. Die Männer sind an der Stange runtergerutscht, wie Feuerwehrmänner es machen. Glaubst du? Ich sag immer noch, heutzutage gibt's keine Stangen in modernen Feuerwehrstationen. Sydney glaubt, dass es keine Stangen bei Feuerwehrstationen gibt, wo man runterrutscht. Der glaubt, die gehen die Treppe runter. Da waren wir letztes Mal drin. Ich will zu diesem fetten Store, wo es so viele Sneaker gibt und so. Da ist Supreme. Supreme, what's up? Natürlich gibt's die, aber Sydney halt einfach. Und übrigens, die Türsteher haben immer eine Pistole dabei und so. Ja, voll entspannt. Ja, wie cool. Wer ist das? Gehen wir rein? Was gibt's denn hier? Die Läden sehen immer so cool aus hier. Ich habe zwei ganz wilde Shirts gefunden. Einmal so eins. Ah, yes, please. And large? Yeah, in both? Yes. Das ist ein Save the World Laden. Yes, large. Der Laden war so cool. Scheiße. Willi wollte die Tasche in schwarz haben, aber die gibt's gar nicht in schwarz. Fuck. Ich glaube, ich rufe ihn an und frag mal, was er will. Digga, die im Laden waren die ganze Zeit am Skaten, das war so cool. Komm, fürs Video. Die haben immer so ein Duell gemacht, wer es schafft, hintereinander. Ja, alle sind so verrückt hier, Digga. Boah, hört sich jetzt auf eine Hose. Mistladen. Digga, die Läden sehen alle so cool aus. Die haben alle so ihren eigenen Style. Richtig cool. Ja, auch wieder. Einfach Shirt. Von Tune Squad. $35, Digga. Schnapperläden, Streetwear-Marken, super. Für mich gibt es ein Sweater und ein Shirt. Digga, die Ladenbesitzer waren noch alle am Smoken. Sogar im Laden, hat die gar nicht gejuckt. Wirklich. Die waren im Laden am Smoken. Wir sind wieder bei diesem Retro-Basketball-Laden, wo es alle möglichen Trikots gibt. Ich habe mich jetzt für eins von Shaquille O'Neal entschieden. In dunkelblau. Das ist fresh. So. Wir gucken jetzt hier nochmal in Ruhe. Der Laden war cool. Der Laden, wie viel, Digga. Wie viel. Unglaublich. So krass, dass die Qualität so scheiße ist von manchen. Oder meistens bei Merch-Sachen. Bodenlos. Wenn man das mit hier Essential zum Beispiel vergleicht, ist so viel weicher. Und Gott, das macht schon wieder. Er kommt schon wieder an hier, oh Gott. Ja, wahrscheinlich gebe ich an. Digga, ich konnte auf Krampf, weil wir die ganze Zeit nicht mit Karte zahlen mussten, musste ich die ganze Zeit auf Krampf dieses, also auf das Geld zählen, damit ich weiß, wie viel ich habe. Oh, man kann PS5 kaufen. Ja, weird flex. Was sind das? Was sind das für Bretterschuhe? Einmal auf der einen Seite. Travis! Ich glaube, es wird ein kleiner Zwischenstopp hier. Wir treffen uns gleich mit den anderen. Wir wollen heute Ramen essen. Yeah. Ramen. Cool, einfach choose your heat. Reaper. California Reaper. Ich fühle mich gerade wie ein Mastermind. Ich muss auf Toilette. Digga, bei Sydney ist es so, er kann kein Essen ohne scharf essen. Dann schmeckt es ihm nicht, sagt er. Wie geht das denn? Ich finde scharf so ekelhaft. Ich finde, es macht komplett Geschmack kaputt. Toiletten haben sie kurz. Und dann habe ich einfach... Das wäre fast eine Toilette. Mir hat niemand gesagt. Ich finde mich so schlau. Er hat meinen Kopf knapp. 1,5. Was sind da für Gurkenscheiben, Digga? Die zwei Pommes. Ich bin gespannt. Was ist damit? Pommes sind scharf. Cool. Ja, die sind hot, ne? Die kannst du nur essen. Nein, alles gut. Junge. Das war das drittschärfste. Das dritte. Von 10.000 Sachen, die du das ist ganz normal. Wie wenn du scharfe Dönersoße nimmst. Ich hab nicht reingebissen, ne? Das ist scharf? So, wir gehen jetzt noch quick zum Rodeo Drive. Was machen wir denn überhaupt jetzt gerade? Uber. Ja, warum stellst du jetzt nicht? Hab ich schon.
Achso, wo ist der? Hier, ein Toyota Prius in Schwarz. Achso. Gar nichts gecheckt. Da wollten wir auch essen gehen, sind wir nicht einmal hingegangen? So, wir sind wieder am Rodeo Drive. Mit einer Mission. Da geht's wieder runter da vorne. So cool. Boah, diese Eisketten. Yo, Mann. Dicker. Dieser Ladenbesitzer ist auch irgendwie 70 Jahre alt oder sowas. Schau mal, wie das glänzt. Hier warst du schon so oft. Hier war die Verhandlung. Hier habe ich Verhandlung gehabt, Chat. Hier, genau hier habe ich einen Cheeseburger oder Käse bestellt. Ohne Grund. Leute, Palmen sind der Game Changer. Junge, ey, wenn du dir zu Hause keine Palme aufstellst. Oder so. Ich mag Palmen. Guck mal, das ist so schön. Ein Problem, unsere Blase drückt anders, aber unser Taxi kommt. Digga, Sydney hat in der bodenlosesten Ecke der Welt gepisst. Einfach in so einem Abstellraum. Uber kommt. Uber, super App. Super App. Wir können auch mal in die Straße rein hier. So schön. Und guckt euch die Palmen an, Leute. Jo. Chillig. Jo. Da ist unser Auto. Genau hier. Du bist es. Digga. Cool. Ich schwöre, ich habe hier schon mal was gekauft. Cool. Aber online. Du bist der schlechteste Rollerfahrer der Welt. Das Ding ist, ich bin immer 5 Minuten vor dir da und ich muss mich alle 2 Sekunden um. Ach, das ist so ein Quatsch, dass ich der schlechteste Fahrer der Welt bin. Natürlich, ja, ich habe mich auf die Fresse gelegt, aber ich bin nicht der schlechteste Rollerfahrer der Welt. Das Problem ist einfach nur, dass Sydney nicht versteht, dass diese Roller, manche sind schneller, manchmal ist meiner schneller und manchmal ist seiner schneller. Wenn seiner schneller ist und er fährt ja immer vor, weil er immer die Richtung zeigt, komme ich gar nicht hinterher. Und dann muss ich einfach, und dann ist ja schon Straße rüber und dann kommt halt ein Auto, da muss ich warten, was soll ich machen? Wo du bist. Ja, weil du halt vorfährst und dann kommen halt Autos. Warum fährst du denn nicht hinterher? Ich bin doch direkt hinter dir. Warum fahr ich denn vor, Idiot? Was ist da bitte alles drauf? Nee. Der ist das, oder? Erstens super Musik hier drin, zweitens ist jetzt meine Bowl angekommen. Musik war echt super da drin. Meine Ramen. Ich hab mit Chicken, mit dem Ei drin. Ich bin einfach Sydney und so mag ich. Narutos Lieblingsessen, ich probier's jetzt. Was weiß? Wie? Anti-Vegan. Anti-Vegan? Ja, du bist aber seit dir richtig auf dem Leiden. Ja, ich glaub, das schmeckt. Was machst du denn mit dem Ei? Ist einfach braun, Alter. So ein Sweater. In der Farbe von meinem Auto, hoffentlich. Glaube ich. Das kommt gerade nicht so rüber. Von Tune Squad. Das ist der Backprint. $80, glaube ich. So, dann das Trikot. Ich fand das richtig cool. Und die Farbe von Lakers. Und die Schrift ist auch voll schön. Von Shaquille O'Neal. So ein Retro-Trikot. Check. Das ist cool. Genesse Nostalgie-Kacke. $130. Geht okay. Aber eigentlich. Ich weiß nicht, also für ein Trikot ist ja normal. Ja, ist ja Vintage. Ja, nochmal so eine Klapse. Hä? Hat den Backprint irgendwie cool, die Schrift so. Nature is healing, ripping the... Ja, keine Ahnung. Für zu Hause, für den Stream. Und die Tasche für Willi. Und das war's eigentlich schon meine Ausbeute von heute. Ja. Achso, und ich habe nochmal so ein Shirt von Tune Squad. Auch wieder, weil ich hoffe, dass die Farbe von meinem Auto ist. Ich screw sein Dortmund-Outfit. Hat kein Backprint, Mann. Welcome to Jam. Also von Space Jam. Ist das, ja. Das war das letzte Piece. Das ist L.A., da waren wir. Da nicht, aber ich lebe nicht. Da schon. Dann kann ich alle fragen, wie es heißt. Marvelous Day. So, we're back at it. Jeden Tag da, abends hingegangen. Schlafen oder so. Alexas Aufgabe ist heute... Ich besorge mal die Frauen. Sie besorgt die Frauen für die Afterparty. Das ist super. Wie viele Frauen kamen bei der Afterparty? Auch keine Frauen. Die kommen hier Leute, wirklich in Scharen an. Leute, wir sind jetzt hier beim Club angekommen. Die Frauen filmen. Sydney will die Frauen filmen, aber wir tun es, als ob du mich filmst. Junge, was geht, Mann? Oh no, du Party. Ein bisschen weiter nach links, ein nicer Popo. Gar nicht besoffen. Nein, andere Richtung. Ja, Papa. So, hier ist der Club. Halt. Hier ist es passiert. Hier habe ich zum ersten Mal Kylie getroffen und berührt. Hier ist es passiert, Leute, in dem Club. Der Erde, da sind Autos lang gefahren. Noch einer. Ja, nice, dass man so viel sieht. Oh, nice, Digga.
Man sieht aber gar nichts. Digga, man sieht gar nichts. Stimmt, der ist später auch noch gekommen. Später hat sich herausgestellt, dass der Betrunkenste in dem Laden einfach ein UFC-Kämpfer ist. Der Typ. Ey, Mann, nee, skip. Warum ist so coole Musik in der Lobby? Guten Morgen, nächster Tag. Ja. Ach, Digga, ich soll lachen. Hi. Bin natürlich fit, aber es ist mittlerweile schon 14, 15 Uhr oder so. Wir haben die ganze Zeit im Bett gechillt. Heute ist das Wetter irgendwie, also wieder bewölkt, deswegen ziehe ich mir lieber eine Jacke an. Ich habe keinen Bock, krank zu werden. Aber ich glaube, das kommt in den Vlog von gestern rein. Ich habe vergessen, die Dateien hochzuladen. Wir laufen gerade zum Frühstück. Guck mal, wie weit das Winter geht hier. Ich glaube, wir sind hier in der gesunden Ecke gelandet. Sieht voll cool aus hier. Und wir sind nur so... Health-Leben. Gebildeten Menschen sind nicht zurückspulen. Ich spule nicht zurück. Veganer. Sind die fehl am Platz? Nee, wir sind auch ernährungsbewusst. Ich nehme jetzt hier zu Sweet Greens. Da gibt es super Salat. So, ich habe jetzt hier mit dem Salat. Mit Guacamole, also mit Avocado. Boah, ich habe so reingeschissen bei der Bestellung. Hot Sauce mit Limette, Jalapeno Dressing, ein Ei. Das schmeckt so geil. Der Mann, komplettes Falschgeld. Weil man fordert bei der Bestellung. Bro, oh, das Ding ist, nein, das war doch, mir war bewusst, dass ich ohne Soße bestelle, ja, weil ich von Soße mal Dings bekomme, ja. Durchfall. Schmeckt bestimmt voll lecker. Ist dein Mann da einfach rasen? Der ist bodenlos. Das war, ich hatte sowas Ekliges in meinem Leben noch nie gegessen. Ich musste echt den Rasenmäher machen. Ich musste die ganze Zeit so nach unten, um unten so ein paar Sachen zu essen. Ich musste die ganze Zeit von unten diese Dings nehmen, weil das hier ist wirklich nicht mehr normal. Das hier noch so ein... Shake, weil ganz ab bin ich nicht vom Salat geworden. Wolverine oder Mystic? Hier ist unsere Bestellung. Einmal Mystic, einmal Wolverine. Ich bin gespannt. Ist gut. Schmeckt nach. Und gesund. Schmeckt nussig so. Mein schmeckt nicht gut. Wir gehen jetzt rüber zu dem wieder. Gehen jetzt zu Tao. Tao, auch sehr, sehr cooles Restaurant. Ist auch so eins, wo Kabarettis davon... Wie laufe ich? Warum laufe ich so komisch? Achso, das war wahrscheinlich zwei Tage, nachdem ich auf die Fresse geflogen bin. Auch sehr, sehr cooles Restaurant. Ist auch so eins, wo Kabarettis davor stehen und so, weil die auf Stars hoffen. Alles. Digga, ich bin so komisch gelaufen, nachdem ich auf die Fresse geflogen bin, ne? So ein place to be. Dort kommt ihr her, einfach um Essen zu klauen. Nee, weil ich die probieren will. Die sind super. Guckt euch diese Diskussion jetzt an, Chat. So Essen, die sind so geil. Kannst du gleich draußen lassen, ich glaube. Wo sind die ganzen Ah, hier. Die hatte ich gestern mit im Club. Das sind so Smarties. Mit Erdnussbutter drin. So cool. Schön, Alexa, schönes Kleid. Hm? Schönes Kleid. Danke. Zuerst Cornflakes oder zuerst Milch? Pascal, hast du das gehört? Cornflakes. Digga, Sydney hat einfach gesagt, zuerst Milch, dann Cornflakes. Und das als einziger in dem Laden. Und er war noch so überzeugt von seiner Meinung. Wirklich. Das Milchmann hat den Bezug zum Leben verloren. Mev, zuerst Cornflakes oder zuerst Milch? Plus eins. Wir machen jetzt eine Abstimmung. Zuerst, was kommt zuerst? Cornflakes oder Milch? 90% macht zuerst Dings. Wichtig. Ja, was ist denn hier los? Ich verstehe auch nicht, wer zuerst Milch reinmacht. Der hat 4:0. Pepe! Zuerst Cornflakes oder zuerst die Milch? Cornflakes, hä? Scheiße. Digga, Nico. Sydney war so alleine mit seiner Meinung. Cornflakes oder zuerst Milch? Ich will nur deinen Kopf. Cornflakes oder zuerst Milch? Wer ist Cornflakes? Mann, Digga. Richtig! Ich bin einfach alleine. Ja, bist du auch. Echt? Ohne Sinn. Guck mal, die sind jetzt alle schon durchgeweicht, weil ich schon so lange in der Milch schwimmen. Das ist das Geile. Nein, die müssen. Ich will die hier essen. Ich will die knusprigen essen. Die sind doch jetzt weich. Und die Milch ist doch jetzt voller Geschmack und so. Erst Milch oder erst Cornflakes? Ich esse meine Cornflakes mit Bier. Aber zuerst Bier oder zuerst Cornflakes? Zuerst Cornflakes. Ach, oh, Mann! So geil, das Spiel auf meinen Jungen. Es ist wirklich, aber true. Ja, ich kann einfach so eine Karotte snacken. Ich schwöre, vertraut mir, Chat, diese Dinger in der Diät oder so sind Game Changer, weil das ist so ein Snack und schmeckt auch noch. Ich kann einfach so eine Karotte snacken. Ich bin in eine Karotte. Ach, Karotte. Karotte, komm, gib Gas. Karotte, nein. Oh, nice geäxt. Ja, ganz.
alkoholisch. Ich dachte, ganz alkoholisch. Das Ding ist weg. Zwei Sekunden später. Sie kann keinen Alkohol haben. Gute Neuigkeiten. Es ist, glaube ich, der schönste Tag meines Lebens. Wir sind wieder zu Hause und zwar machen wir es fertig. Und zwar steht auf dem Reiseplan. Wir gehen in den Outburger und anschließend ins Abendlokal. In den Out und Club. Guck mal, wie wir uns gefreut haben noch auf diesen scheiß Club. Wir haben uns so gefreut und sind hingegangen und haben wirklich bodenlos gewesen. In den Autos noch nicht fest, aber es sieht danach aus, weil wir wollten in 1000 Restaurants, alles war ausgebucht. Und so, wir gehen gleich ins Catch, sind dann schon da, wir warten auf die anderen. Doch nicht so. Wo doch nicht in den Out. In den Out Burger, weil wir jetzt doch noch einen Tisch bekommen haben. Das ist ein sehr, sehr cooles Restaurant. Da war ich übrigens auch mit Kylie zusammen, da haben wir den Geburtstag gefeiert. Aber da waren wir auf jeden Fall gleichzeitig drin im Catch. Also es ist ein gutes Restaurant. In den Out Burger wäre geil gewesen. Catch nehme ich auch. Kalte Vorspeisen mit Quatsch. Das hier sind wahrscheinlich so zwei Schrimpspieße für $33. Blumenkohl für $27. Ja, Prost, Jungs. Prost. Oh, das sieht so lecker aus. Salmon Carpaccio. Sieht lecker aus, alles bodenlos geschmeckt. Alles, legit, alles bodenlos, das auch bodenlos. Die Shrimps und die Männer sind es einfach. Super. Auch bodenlos. Und Nudeln. Das war das einzig Geile. Ich hab dazu noch ein paar Garnelen reingemacht. Die Trüffelpommes bodenlos. Pommes. Und deine Lippen kaputt. Der Mann hat so am Verhungern. Nico, was schätzt du, wie teuer wird die Rechnung? 500 mal 30 mal 70 mal 38, 39, 40, 139 plus 4 plus 8 plus 9 plus 8 92. Wir gehen jetzt in so einen Club, da darf man anscheinend nicht filmen, weil das so High Society mäßig ist, keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht filme ich trotzdem was, wir werden es sehen. Er macht einen Tornado mit einer Grey Goose. Ich weiß nicht, wo wir gelandet sind. Ich esse hier Müsli, Bodennüsse. Und los, weiter. Es macht keinen Sinn. Es ist 2.20 Uhr. Ich habe keine Lust mehr. Ich protestiere. Alle waren da schon und gut, aber ich kann es nicht. Meine Ohren tun weh. Nach einer Stunde Techno am Stück reicht's. Friede. Wort auch mitgegangen. Uns reicht's. Wir haben die Schnauze voll. Ja, ich habe auch wieder früh den Becher zur Seite gelegt. Hab zu meinen Weezys gegriffen. Ich habe die ganze Zeit im Club einfach gefressen und Wasser getrunken. Aber sowas muss man auch früher kennen. Irgendwann hat man so eine Routine drin. Da merkt man innerhalb der ersten ein, zwei Stunden, wird was Gutes, wird was Schlechtes. Und da bin ich mittlerweile angekommen, an diesem Punkt. Das war auch der kleinste Club der Welt. Es war bodenlos. Es sollte so eine Exklusivparty sein, High Society. Da waren die Exklusivparty, Digga. Das war die bodenlose Party der Welt. Lelex der Welt drin. Man darf nicht drin filmen, Digga. Halt's Maul. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich lässt. Ich bin jetzt 18. Du bist mein Wingman. Check für Kasi eine aus. Starkes Video.